Dann können wir jetzt starten, hätte ich gesagt. Wir spielen heute ein wundervolles Game. Es geht um. Also, wir machen ein kleines Gasthaus auf. Ein kleines, wundervolles Gasthaus mit diesen zwei sehr, sehr nett aussehenden, wundervollen, netten Menschen. Es gibt den Spaß leider nicht auf Deutsch. Weswegen ich mich entschieden habe, dass wir einfach den Text ignorieren und Bildchen gehen. Haben wir die Leiche gerade ausgezogen? Wir nehmen die Leiche und wir werfen die Leiche. Okay. Wir nehmen und wir packen die Leiche in den Grinder. Oh mein Gott, okay. Und das ist schön. Es gibt heute Menschkuchen. Und du packst jetzt noch mehr Mensch in den Grinder. Wir haben hier noch unterschiedliche Sachen, ne? Wir können auch. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Burger Patty. Lass uns einfach Burger Patties machen. Ist doch auch was Schönes. Ach, guck mal, wir haben auch eine neue potenzielle Kundin. Bist du dir sicher, dass du in diesen Raum hineingehen möchtest? Ich frage mich, ob er sie gehen lässt, wenn ich sie nicht anklicke. Oder ob ich diese Option gar nicht habe. Okay, und dann machen wir hier wieder zu. Wir können erstmal in der Zwischenzeit hier die Person holen. Das hier ready, damit die Kleidung ready wird nebenbei. Und hier wollen wir vielleicht einen neuen Kuchen haben. Einmal putzen bitte. Einmal Mehl. Wundervoll, hier wurde Kleidung fertig. Die können wir dann hier ausstellen. Und wie sieht es mit dem Kuchen aus? Uns geht da unten so ein bisschen das Essen aus gerade, ne? Aber der kriegt auch noch was. Also ganz, ganz kritisch ist es noch nicht. Währenddessen können wir eigentlich hier schon die nächste Kleidung in Auftrag geben. Und dich können wir grinden, I guess. Ja. Das wäre damit dann die nächste Person, die hier verloren gegangen ist. So, was machst du? Du bist hier am Dingsen, ne? Du machst die Kleidung fertig. Wir können ja in der Zwischenzeit hier mal ein bisschen waschen. Und die Person können wir grinden. Und du kannst das hier ausstellen. Alter, wir werden langsam richtig effizient, wie in so einem kleinen Familienbetrieb. Nur, dass wir Menschen grinden. So, Kuchen nach oben. Jawohl, haben wir. Neue Frau hier, die sich freiwillig dazu entschlossen hat, Kleidung und Körperteile zu spenden. Und wir haben... Oh, ich glaube, wir haben unseren Tag abgeschlossen. Und wir können Upgrades kaufen und Skins. Es gibt so richtig coole Skins, die man sich holen kann. Nice. Und ich würde jetzt einfach die Person auch mal loswerden direkt, dass falls mal jemand vorbeikommt und fragt, ob er unseren wunderschönen Keller sehen kann, wir einfach das mal schon mal weggeräumt haben, um sicher zu gehen. Ne, dann kann auch niemand mehr behaupten, dass es Menschen sind, I guess. Dann bereiten wir das hier vor und packen es hier hin und kümmern uns dann um den netten Herrn, der hier steht. So, kaufst du jetzt meinen restlichen Kuchen? Weil wenn ja, dann kann ich gleich meine nächste... Boah... Dann kann ich nämlich direkt meinen nächsten Kuchen hier hinstellen und den Menschen, den Herbert, einmal nach unten schicken. Zweimal Kleidungsstücke bekommen, sehr schön. Und wir kümmern uns unten vielleicht erstmal um neues Essen. Der ist runtergefallen. Mensch, Kuchen, lecker. Und dann wollen wir das hier nach oben bringen, weil es wird gleich leer ausverkauft. Und dann mit dir runter. Alter, wir sind so effizient. Ich glaube, das ist ein Satz, den sollte man nicht out of context hören. Aber ich bin echt effizient im Menschen töten und kochen. Habe ich nicht gedacht, dass mir das so liegt. Aber wieder was dazu gelernt. Guck mal, und da unten liegt schon wieder Frischfleisch. Währenddessen könnten wir den Dude nehmen und grinden. Sind wir schon wieder durch mit unserem Tag? Wir sind schon wieder durch mit unserem Tag. Wir haben 28 Dollar Profit gemacht. Ist das gut? Wir können hier oben gleich nochmal putzen, dass das hier schön sauber wird. Und was habe ich denn für Upgrades, die ich holen könnte? Ja, das wäre halt krass. Aber das wäre halt auch krass. Das kann ich mir leider nicht leisten, der zweite Mannequin. Aber einen zweiten Display könnte ich mir leisten. Dann könnten wir mehr Essen auf einmal anbieten. Weil wir halt doch sehr effizient gerade sind mit unserem Essen unten. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann können wir
Patties und Kuchen gleichzeitig anbieten. Das ist halt schon ziemlich krass, wenn ich das so sagen darf. Und wir machen da unten noch so einen Fleischklops. Den können wir auch schon mal ready machen und können dann eigentlich den Laden schon mal starten. Oh. Das Ding hat eine Story. Okay, es ist auf Englisch. Ich könnte euch jetzt übersetzen, was sie sagen. Aber ich könnte auch einfach alles skippen und mich dann in der ganzen Storyline mehrfach wundern, was los ist und nicht wissen, was abgeht, weil ich es nicht gelesen habe. Aber wenn ich das irgendwie aus der Seitenlinie mitbekommen habe, dann sind wir wohl schockiert, weil irgendjemand uns erkannt hat und unser Geheimnis kennt. Ich drücke es weg, ich drücke es weg, ich drücke es weg, ich drücke es weg, ich drücke es weg. So. Ach, wir wollten die Kleidung vorbereiten. Wir sind oben nicht maximum effizient. Aber es braucht auch alles ein bisschen da oben gerade. Deswegen ist es gar nicht so schlimm tatsächlich. Ach so, und da habe ich Kleidung in der Hand. Ups. Okay, dann haben wir das. Putzen Sie bitte. Und wir packen hier nochmal Fleisch dazu. Und dann kann ich schon mal den Kuchen zur Seite packen. Erstmal ein bisschen Leiche schreddern. Bitte einmal rüber. Wieso kommt denn niemand oben? Ich habe so schöne Kleidung. Ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Nehmen Sie bitte einmal dieses Fleisch. Und dann machen wir wieder Patties. Wir wollen ja ein bisschen Abwechslung haben. Guck mal, die freuen sich richtig. Oma knows best. Das ist alles ein Familienrezept. Gott, ey, das ist so widerlich, wie er die ersticht. Und runter. Genau, und der Kuchen muss unten wieder ready werden. Alter, wir sind so effizient. Heilige Scheiße. Und einmal plopp. Und dann einmal geputzt. Und hier haben wir eine neue Leiche. Nennen wir es ein neues Frischfleischprodukt. Wunderschön. Das ist absolut großartig. Ich weiß gar nicht, warum dieses Spiel eine moralische Bedenken geben sollte. Neue Patties ready. Der geht wieder. Krass, das heißt, ich muss nicht alle Menschen töten, offensichtlich. Wir haben neue Post. Ach so, das ist einfach die eine Story, die ich nicht gelesen habe, die ich auch jetzt nicht lesen werde. Währenddessen fangen wir da unten an, was Neues zu machen. Und es wird auch Zeit für ein bisschen mehr neues Fleisch. Also wir brauchen hier gerade ein bisschen viel unser ganzes Fleisch hier auf. Unser Fleisch geht aus. Wir haben oben irgendwie nicht so viele Customers. Müssen wir gucken, ob wir die vielleicht noch irgendwie dazu motiviert bekommen, dass sie... Oh Gott. Wir haben oben halt irgendwie mehr Leute, die so kommen, als die Kleidung kaufen. Vielleicht muss ich mehr Leute leben lassen, damit sie dann auch mehr Leute mitbringen wieder. Aber wir brauchen das Fleisch gerade auch. Wir müssen grinden. Ah, das sind echt also schwere Entscheidungen. Ich glaube auch nicht, dass uns die Menschen ausgehen werden. Ich glaube, da müssen wir uns nicht so Sorgen machen. Okay, Reputation Points. Mixed Order, Good Orders, Bad Orders. Okay, das ist ja alles fein. Elliot Carson is your first target. Ich muss irgendwie ihn töten. Ganz, ganz frische Burger Patties. Lecker. Njam, njam, njam. Baking Time, jawoll. Einmal bitte hier oben schlachten. Wir haben nur ein Stückchen Fleisch. Wir brauchen dringend neues Fleisch. Das ist so wieder... Ich bin so froh, dass ich gegessen habe. Wirklich. Das ist wirklich unfassbar widerwärtig, was hier gemacht wird. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn wir nicht alle töten. Ich kann es nicht sagen. Ich habe halt noch nie eine Schneiderei geführt, in der ich auch Fleisch verkaufe von meinen Customern an meine Customer. Vielleicht misskalkuliere ich da gerade auch. Oh, Story. Ist das der Dude, den wir töten müssen? Der sieht reich aus. Und unsympathisch. Und reich. Und unsympathisch. Als ob das niemand sieht, dass da einfach schon so ein chronischer Fleck auf dem Boden ist. Als ob man das nicht riechen würde, dass da oben Menschen sterben. Als ob nicht alles nach Blut riecht. Oh, wir sind auf jeden Fall, haben wir uns schon einen Ruf aufgebaut in der Stadt mit einer hohen Qualität. Er möchte irgendwas von uns haben. Ja, 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 ja. Ich will eigentlich nur meine Würstchen. Könnt ihr ein bisschen schneller gehen, bitte? Ich dachte, ich soll den töten. Ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Aber wir töten ihn noch nicht jetzt offensichtlich, sondern nächstes Mal. Ich stelle mich direkt mit unserem neuen Gericht oben hin, ready, um es den Leuten ins Gesicht zu drücken, sobald hier Platz ist. Und jetzt müsste eigentlich gleich eine Person, jawohl, dann lasst uns gleich mal Sausages ready machen. Aber erstmal die Kleidung nehmen und hier hinten hinpacken. Und wir machen frische Würstchen. Ich brauche echt keine Würstchen mehr in meinem Leben. Ach,
guck mal, wir haben ja auch nochmal hier neue Kleidung, die wir abgeben können. Und dann können wir die frischen Würstchen auch gleich oben displayen. Aber lass uns auch erstmal wieder was vorbereiten. Entschuldigung, ich muss sie leider töten. Wir haben leider einen leichten Fleischmangel gerade. Deswegen musste ich sie leider töten. Es tut mir auch wirklich leid. Wir brauchen dringend noch mehr Fleisch, deswegen. Und plopp. Okay, und wir können schon mal Kleidung vorbereiten, auf jeden Fall hier. So, und dann weiß ich nicht. Grinden? Grinden? Würsteln? Was ist das Verb von Würstchen machen? Würsteln? Den müssen wir auf jeden Fall auch noch töten. Sonst geht das Fleisch aus. Hui, ich hoffe, wir haben den jetzt noch. Eine Lady. Ach, wir haben irgendeine Anprobe mit ihr wahrscheinlich. Das muss der Ort sein. The trapdoor. Those clothes. Oh my god. Everything Jack told me was true. Who the fuck is Jack? Okay, wir brauchen... Sie möchte ein Kleid haben in hellblau. Für irgendein Dings. Für ein Begräbnis. Hellblau für ein Begräbnis. Er sagt auch, hellblau ist vielleicht für ein Begräbnis nicht ganz so geil. Sie sagt, das ist egal, weil niemand wird irgendwas sagen, weil sie wird die Tote sein. Er fragt nach und sie erklärt, oh, sie liegt im Sterben. Offensichtlich hat sie irgendeine Krankheit, weswegen sie eh schon am Sterben ist, aber nicht okay, nicht mutig genug ist, um es selbst zu beenden. Das kriegt einen unangenehmen negativen Touch. Wir werden von unserer Frau unterbrochen, die möchte irgendwas unten haben. Es scheint wichtig zu sein. Es ist irgendwas Unangenehmes. Show me. So, wir haben niemanden hier unten. So, gefällt es dir? Was? Fällt dir nichts auf? Nein. Da oben, die Pflanzen. Hat sie uns gerade unterbrochen wegen Pflanzen? Aber wir können jetzt offensichtlich Geld ausgeben für Pflanzen. Was Schönes. Aber wir haben noch nicht mal genug Geld für Tomaten. Ich würde die Tomaten ernsthaft bevorzugen. Oh, ein Knutschi. Es ist so schön und romantisch, wenn man gemeinsam Menschen töten und essen kann. Hier sitzt wer. Guten Tag. Ach, die möchte auch ein bisschen Dingsi-Bumsi haben. Bitte einmal runter, lauf los. Und dich können wir direkt runter. Wir brauchen ganz schnell noch mehr neues Fleisch und Essen und alles. Uns fehlt ganz dringend Fleisch. Runter. Und unsere Selbstbedienungssachen laufen gerade auch aus. Und vielleicht einen neuen frischen Kuchen machen. Dann lass uns aus dir schon mal Würstchen machen. Nicht unglücklich werden, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich mach schon so schnell ich kann Würstchen. Und dann bringen wir nochmal den Kuchen nach oben. Nicht gehen. Nicht gehen. Nicht gehen. Nein! Schade. Hilfe, bitte. Hast du meine Eltern gesehen? Meine Mutter. Ich kann meine Mutter nicht finden. Was ist los, Kleiner? Meine Mutter ist gestern gegangen, weil sie musste ihre Jacke reparieren lassen. Aber sie kam nie zurück. Mein Mann hat sie definitiv nicht gesehen. Es sind seltsame Zeiten, mein kleiner Junge. Es ist gruselig, alleine in der Stadt rumzulaufen. Und jetzt verschwinde hier. Ich muss den Laden bald öffnen. Aber Madam, bitte. Ich bin wirklich hungrig. Haben Sie nicht irgendwas, was Sie mir geben könnten? Klar. Ich habe ein paar Reste. Vielen lieben Dank, Madam. Du bist ein Engel. Wir haben dem kleinen Jungen gerade seine eigene Mutter verfüttert. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und wie euch dieses Spiel gefällt. Und ob wir dazu noch ein Video machen sollten. Ich bin schwer verwirrt. Aber ich finde es auch ziemlich geil bis jetzt. Darf ich das so sagen? Verstörend, ekelhaft, aber auch, ja. Was ist das jetzt? Wer ist jetzt seine Mutter?